herzlich willkommen auf meinem Multikulti-Channel. Ich bin's, euer Laser. Und hier, ja, meine Socken. Socken. Leute, ich hab Socken an. Meine Hände haben sich zu Socken. Nein, Spaß beiseite. Wir haben das Paket abgeholt von der Post. Und falls nochmal Leute fragen, woher hab ich den Wagen? Woher hab ich den Wagen? Ich will ja keine Hinweise geben, aber woher hab ich den Wagen? Na gut, Spaß beiseite. Ja, guck mal, was hier mit der Kamera macht, ey. Kommt gar nicht klar. Riesenpaket, Leute. Echt ein Monsterteil. Wir schlitzen das jetzt mal kurz auf. Also bis gleich. So, meine lieben Freunde, ihr seid jetzt auf dem Stativ. Oh. So, natürlich habe ich heute richtig gute Laune. Also richtig gute Laune. So richtig gute Laune. Aber wer kann mir das auch verdenken? So, kurz wegen dem Stativ hier. Kann man das noch sehen alles hier? Ich muss mal gucken. Luschi, Aufnahme. Ja, alles super. Also Riesenkarton. Da ist er. Okay, so groß ist er doch nicht. Ich dachte schon. Aber er ist auf jeden Fall, glaube ich, größer als Virus und Terrier. Na komm schon, mehr nicht. Wow. Da ist er. Shot Cruise, ne? Da hat er ja mal einer rumgeflamed. Ich soll das mal richtig aussprechen. Ich spreche das so aus, wie ich will, ne? Und dann mache ich das auch so, ne? Wenn es dir nicht passt, hast Pech gehabt. Jo, ihr seht das jetzt auf dem Kopf, ist aber egal. Wir sehen den Wagen hier, richtig geil, Leute. 65 km/h kann er schaffen, naja. Ich bin aufgeregt. So, wie ist das hier? Ah, der hat wieder diese Hülle. Ja, ich hole den jetzt da raus. Hole ich den raus? Nein, ich hole ihn nicht da raus, Leute. Wir machen hier einen Cut. Ich werde ihn wieder anders unboxen. Ich werde jetzt erstmal kurz das Video mit dem Terrier und den Stoßdämpfer machen. Und danach ist das Unboxing. Bis gleich. So, Leute. Wie gesagt, hier ist jetzt mal kurz die Unterbrechung, weil ich möchte, dass mir den Stoßdämpfer mal kurz zeigt. Ich werde das auch ganz kurz halten, das Video, also habt keine Angst. Das Unboxing folgt gleich. Wir haben hier die Stoßdämpfer und wir machen jetzt mal kurz einen Test. Ich habe hier die Kamera so ein bisschen auf Stativ geschraubt, deswegen ist das so ein bisschen schief. Aber es geht so, ne? Ja. So, ich habe sie gesagt, die sind bis zum Anschlag unten, ne? Die Dämpfer. Und guckt euch das an. So müsste der Wagen eigentlich sein. Und er sagt einfach ein. Und wenn er dann auch springt, dann sagt er richtig ein. So, und wir machen jetzt mal vom Sprung. Ich hebe ihn hoch, den Wagen, und lasse ihn los. Also es geht nur um vorne. Dann sind wir bei, ich sehe es gerade nicht, ich muss mal kurz ranzoomen. Sind wir bei 5,23, ich sehe das gar nicht, 5,2. So, das waren 5, schreiben wir uns auf. So, jetzt drücke ich den Wagen mal runter und lasse ihn ausfedern. Also er ist wirklich auf dem Boden. Dann sind wir bei 5. So, dann hebe ich den Wagen hoch und lasse ihn fallen. Also einfach nur so loslassen. Na, Kamera, kriegst du das hin? Ja, ich weiß, es ist schwierig, aber du packst das. Ja, gut. Dann sind wir bei 6, na komm schon. Finger. 6,4. So. Das heißt, wir haben das jetzt mal hier getestet. Jetzt schraube ich die mal nach oben. Ich mache das mal kurz. Ich mache hier kurz einen Schnitt. Jetzt habe ich die hochgedreht. Und wie wir sehen, also ich drücke da nicht drauf. Meine Hand ist hier, ne? Ich zeige euch das. Guckt euch das an. Der geht echt in die Knie, ne? Und das ist, das ist total unnormal, ne? Ich habe eben nochmal bemerkt, ich messe immer hier von dem oberen Punkt. Das ist eigentlich egal, weil das soll nur nachher ein Vergleich sein zwischen dem Silikonöl, ne? Was wir da reinkippen. Also wie gesagt, der sickt hier. Ich brauche nicht mal den Wagen hochheben. Der knallt unten gegen, ne? Also wir sind hier, ich lass mal los, mal gucken. Wir sind hier bei 2,5, glaube ich. Also 2,67 so. Was ja auch scheißegal ist, weil dieses Ergebnis zählt nicht. Vom Boden kommt er vielleicht gerade mal so 3-4 cm hoch. Also das ist echt total schlechtes Ergebnis. Und viele werden jetzt sagen, ja, der macht doch einfach die Stoßdämpfer hier an der Einstellung einen Tick weiter rein. Das Problem ist, wenn ich das mache, ne, dann ist das Problem, dass diese Dämpfer hier unten nicht den Ausfederungsweg nehmen. Ne? Dann blockiert diese Feder den Ausfederungsweg. Das ist kein Witz, ich habe das getestet und deswegen ist das die wirklich beste Position. Wenn ich sie noch weiter außen nach außen setze, dann ist klar, dann empfehlen sie gar nicht mehr. So, wir haben das jetzt mal getestet. Ich mache jetzt hier einen Schnitt, mache die auf, wechsle das Öl, ne,
wie gesagt, das alte muss komplett raus, dann kommt das komplett neue rein und dann sehen wir uns hier gleich nochmal wieder. So, da bin ich wieder. Wagen ist umgebaut. Ich habe nicht viel gebraucht, wie man sieht. Also eine Flasche reicht echt viel. Ich habe nur die vorderen Stoßdämpfer gemacht, weil wir die auch nur getestet haben. Was ich noch kurz vorweg sagen möchte, ist, die Stoßdämpfer bei mir waren bis oben hin gefüllt. Also da war auf jeden Fall Silikonöl drin. Ja, war gut verarbeitet. Ne? Also die Stoßdämpfer sind wirklich gut. Nur die Federn ist mir aufgefallen, die Federn sind zu schwach. Ne? Und da bin ich einfach der Meinung, man müsste sich hier, also die Federn zu ziehen wäre ein Fehler, weil wenn ihr die Federn zieht, leiert ihr sie aus, ne? Und dann verlieren sie nämlich ganz die Kraft der Federung. Also ich würde einfach vorschlagen, andere Big Bore Federn zu kaufen. Und ja, dann würde das auf jeden Fall ein bisschen besser funktionieren. Also ich weiß es jetzt nicht, ich stelle jetzt das erste Mal hin und wir machen den ersten Test im Hinstellen. Wie gesagt, neu gefüllt und go. Ja. Hände sind beide hier. Ne? Ich mache das nochmal von hier aus. Er sinkt zwar ein, aber bleibt stehen bei 4, bei fast 5 bleibt er stehen. Da hatten wir 2,6. Jetzt lasse ich ihn springen. Okay, da sinkt er auch wieder krass ein. Aber wir sind bei 3 irgendwas. Und nicht, er knallt nicht auf den Boden. So, und ich drehe jetzt mal hier die Scharniere rein und guck mal, ob wir da noch was machen können mit. So, ich habe jetzt mal die Federn reingedreht. Und ja, der Wagen bleibt so. Also ich stelle ihn hin und er geht nicht runter. Minimal vielleicht. Ich lasse ihn jetzt mal fallen. Ja. Okay, er federt auf jeden Fall hoch. Er kommt auf jeden Fall weiter als vorher. Jetzt sind wir so bei 6 ungefähr. Vorher waren wir bei 5,2 bis 5. Ach ne, 5,2 waren wir. Jetzt drücke ich ihn runter und lass los. Er kommt auf jeden Fall wieder hoch und wir sind bei 5 irgendwas. Bei fast 6 sogar hier oben. Das heißt, das hat auf jeden Fall schon was gebracht, das Silikonöl zu wechseln. Aber trotzdem sind die Federn und die Stoßdämpfer in der Hinsicht echt schlecht für das Auto. Weil, ja, wie wir sehen, es knallt zwar jetzt, doch da. Ab einer bestimmten Höhe knallt er doch auf, wie wir hören. Aber für kleine Sprünge und Gelände knallt er wenigstens nicht mehr auf. Aber das ist trotzdem ein sehr schlechtes Ergebnis für die Federn. Also das sind wirklich die Federn. Das Öl ist nicht schlecht. Es ist schön hart, muss ich sagen. Also es ist so mittelmäßig gut, muss ich sagen. Das 600er. Ich würde auch nicht höher nehmen, weil dann werden die Stoßdämpfer einfach nur hart. Ne? Und Federn eventuell gar nicht mehr. Und das Federbild ist doch wirklich noch in Ordnung, wenn man mal sieht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das Auto fährt im Gelände und da kommen Steine, dann federt der Stoßdämpfer doch noch ziemlich gut mit dem 600er Öl. Und ja, also ich finde das Öl auf jeden Fall in Ordnung. Hat auf jeden Fall was gebracht bei dem Terrier, wenn nicht viel, aber es hat was gebracht. Es liegt definitiv an den Federn, ne? Weil die Stoßdämpfer sind wirklich in Ordnung, aber die Federn sind einfach ein Flop. Ne? Da haben sie echt, haben sie gefloppt. Ne, in meinen Augen. Ich hoffe, dass das bei den anderen Autos nicht so ist, also jetzt bei dem neuen besonders nicht. Bei dem Virus sind sie eigentlich ziemlich gut, ne, da passen sie, aber für den Terrier ist das einfach ein Flop und dafür sind sie total unangeeignet. Ne. Mein Tipp, härtere, also längere Federn, ne, die ein bisschen weiter auseinander gehen und ja, das ist mein Tipp, weil das Öl ist auf jeden Fall, das Silikonöl ist auf jeden Fall super und ja, ist auf jeden Fall sein Geld wert gewesen. Gut, das war's. Wir kommen jetzt zum Unboxing. Den Wagen stelle ich wieder weg. Wie gesagt, andere Federn. Ne? Entweder holt man sich komplett andere Federsets. Ne? Da würde ich aber gucken, wie die Länge sind, ne, von den jeweiligen Federn, dass ihr euch das ausmisst, im ausgestreckten Zustand natürlich. Und dann müsst ihr gucken, ob ihr euch andere holt. Ich werde mir andere Federn besorgen. Ja, das werde ich machen. Gut, das war's mit dem Test der Stoßdämpfer. Wie gesagt, ich bin so erstmal zufrieden, auch wenn ich sie wieder bis zum Anschlag runterdrehen musste, aber so federn sie jetzt wenigstens erstmal und man kann so fahren. Ne? Das Silikonöl ist auch super. Gut, kommen wir zum Unboxing und darauf freue ich mich natürlich tierisch. So Leute, hier kommt das gewollte Unboxing. Ich werde mich mal hier im Schneidersitz hocken. Und diesen Riesenkarton, also der ist wirklich riesig. Und hier mal den Riesenkarton auspacken für uns. Oh, ich bin so aufgeregt. Ups. Egal, weg damit. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir das Ansbandsiegel. Das ist auf jeden Fall zu.
Es klippert da ein bisschen drin, ne? Das gefällt mir gar nicht. So, wir schneiden das Siegel durch, ne? Und legen den Karton vorsichtig hin. Vorsichtig, schüttel, schüttel. So, wir machen ihn mal auf. Mal gucken, was drin ist. So. Ich hoffe, das geht so. Oh, scheiße. Alter. Hier muss ich mal zu Modellbauer sagen, du hast recht. Alter. Okay. Hier haben wir die Anleitung drin. Hier sind die Befestigungen für die Karosserie. Da die schwarze Antenne hier. Die ist nicht schwarz, die ist lila. Ne? Okay. Hier haben wir wieder die Distanzringe für die Differentiale drin. Mehr nicht. Jetzt haben wir hier XXXXXXXL Aufkleber. Richtig geil. Ja, die Aufkleber vom Shot Cruise sind jetzt nicht so der Burner. Also nicht so stylisch wie beim Virus oder beim Terrier. Aber das ist ja egal. Ich habe ja noch Aufkleber übrig und vielleicht mache ich da sogar so einen kleinen Mix. Ja, hier sind auf jeden Fall die Aufkleber für die Karosserie. Und jetzt kommen wir hier zu der riesengroßen Karosserie. Hier haben wir die Bleche. Guckt euch das Ding an. Alter Schwede, Leute. Alter Schwede. Was ist das denn für eine riesen... Alter, das ist ja mal riesig, Leute. Das ist ja mal obermäßig gigantisch riesig. Oh, was für ein Riesenteil, ey. Das ist, guckt euch meine Hand an. Die sieht aus wie ein Spielzeug bei dem Wagen, ey. Krass. Einfach nur krass. Weil die Form, die scheint mir schon richtig, also das Material scheint auch sehr gut zu sein. Und ich werde hier auch wieder die Magnethalterung anwenden. Ne? Das heißt, die wird hier auch wieder zukommen. Weil ich will nicht, dass diese schöne Karosserie hier durch Löcher zerstört wird. Und das wird bestimmt richtig geil aussehen. Ja, Hammerteil. Also ich freue mich jetzt schon tierisch, ey Leute. Ich bin so aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Im Gegensatz zu das, sieht das hier aus wie, ja, hier fehlt die Hälfte. Ne? Merkt ihr was? Also der Riesenkarton ist nur für die Karosserie. Die Reifen, ja, was soll ich sagen, Leute? Sind mal außergewöhnlich. Ist mal echt was anderes. Fühlen sich komisch an. Sind nicht verklebt, ne? Aber ist was anderes, ne? Sind auch nicht so groß jetzt. Also ich würde sagen, ich habe ja hier meinen Rex stehen. Ich würde sagen, das ist so groß, die Reifen sind so groß wie vom Rex. Also sind jetzt auch nicht so derbe groß. Sind 4 Stück, schönes Profil übrigens. Ist auch mal was Neues. Wird eigentlich auch gerne versteckt. Ne? Ist mal was Neues. So, können wir gleich hier drinnen lassen, müssen wir nicht mal ausräumen. Ja, hier haben wir den Tank. Das ist der gleiche Tank wie beim Terrier. Mit Kabel, alles drum und dran dabei, auch wieder diese kleinen Stoßdämpfergummis. Ist der gleiche Tank wie vom Terrier. Hier haben wir die vorder- und hinteren Achsen. Das sind auch Terrier, Kugelköpfe Terrier. Hier haben wir Stabilisierungssystem Terrier, Virus etc. Hier haben wir das typische Hansmann Motorkit. Wobei ich sagen muss, dass... Hey, Hansmann. Hat Hansmann etwa hier aufgerüstet oder wie? Ne? Ich zoome mal kurz ran für euch. Guckt euch mal die Glocke an. Könnt ihr die sehen? Die hat Lüftungsschlitze. Und die sieht auch ganz anders aus. Guck mal, die hat 3 Lüftungsschlitze. Könnt ihr die sehen? Oh, und die Glocke sieht so hochwertig aus. Und nicht verrostet und schwarz. Haben sich da wohl zu viele Leute beschwert bei Hansmann? Wer weiß. Auf jeden Fall sieht das sehr gut aus. Der Luftfilter ist der gleiche wie beim Terrier. Der Auspuff ist auch immer der gleiche. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass sie das immer so reinquetschen durch den Transport. Kriegt der Auspuff Dellen. Das hat er jetzt schon. Also ich sehe hier deutlich viele Dellen. Das werde ich dann später nochmal zeigen. Ist ein bisschen ärgerlich. Den hätten sie auch extra schützen können. Was weiß ich, mit einem Überzug oder so. Aber der hat schon Dellen. Ja, hier haben sie ein paar Gummis neu dazu getan. Aber ansonsten ähnlich wie beim Virus. So, hier haben wir die Erneuerung, auf die ich so scharf war. Und zwar sind das die Front und... hier, die Tüte ist sogar schon offen. Da müsst ihr aufpassen, dass euch da nicht irgendwas rausfällt. Bei mir ist die Tüte hier offen. Ne? Das sind die Frontbumper für hinten und vorne. Riesig. Ne?
ja, die Standardteile hier, also das ist auch wieder Virus. Die Box, typisch Terrier und Virus. Die Gehäuse ebenso. Hier haben wir die Stangen. Ja, ich würde sagen Virus-Kit. Ganz klar. Virus-Kit. Da haben wir hier die Big Boss, die nicht so guten. Aber ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, das sind andere Big Boss, Leute. Die zumindest sehen sie von der Farbe anders aus als die vom Virus und vom Terrier. Und ich glaube, die haben auch... Na, nee, die Federn sind genau die gleichen. Ich würde sogar fast dann behaupten, also die Farbe sieht ein bisschen anders aus, aber könnt mich jetzt auch irren, weil das Licht von der Seite so komisch ist. Vielleicht sind es auch eins und eins genau die gleichen. Na, sehen auf jeden Fall so aus. Ja, Standard-Lenk-Set vorne, typisch. Hier haben wir... Das ist bauähnlich wie vom, na, mal kurz gucken, ja, bauähnlich wie beim Terrier, ist sogar, ich würde sogar sagen, ist das Terrier-Kit, ne? Dafür gibt es halt vier, ne? Das sind genau die gleichen wie beim Terrier und hier gibt es halt diese Aufsätze dazu, dass die länger werden, ne, für die Karosserie. Ja. Hier haben wir die Stangen, ja, Virus. Hier haben wir die Differentiale, zwei Stück. Auch typisch Virus oder Terrier, das ist auch Standard. Das mittlere Differential ist auch schon Standard. Hat sich eigentlich nichts geändert, sind sogar die gleichen Bremsscheiben noch. Also da haben die auch nichts gemacht, oder? Ne, sind sogar die gleichen Bremsscheiben mit den ausgefransten Dingern, was ich so bemängelt hatte. Und dann Kugellager-Set. Und, oha, okay, das Stang-Set, da muss ich mich korrigieren. Wo ist es? Hier, das Stangenset, da muss ich mich wohl, glaube ich, korrigieren, weil diese Querträger hier sind auf jeden Fall kleiner als die vom Virus, ne? Oder? Ja, minimal kleiner. Oder vielleicht sind sogar 1:1 die gleichen. Sehen auf jeden Fall ziemlich winzig aus, aber da kommen ja noch die Kugelköpfe drauf und so und dadurch wird das Ganze wieder ein bisschen länger, ne? Könnte das gleiche Set sein. Hier haben wir die Bodenplatte. Ja, muss ich nichts zu sagen. Seht ihr ja selber. Hier ist auch schon Teil locker und zerkratzt alles. Das ist natürlich... wartet mal. Okay, Leute. Das ist natürlich nicht lustig. Hier ist die Tüte offen. Hier. Und sowas ist natürlich... Sowas finde ich natürlich richtig kacke. Die Tüte hier ist offen. Und in der Tüte sitzen die Dinger drinne. Und die Tüte hier ist offen und da sind die rausgerutscht. Und hier ist das zweite. Das kommt wohl durch den Transport, durch den Versand. Passt da bloß auf, dass ihr alles findet. Guckt euch den Karton nochmal genau an, ob ihr nicht da irgendwie was drin rumliegen habt oder so. Die Tüten sind sehr schlecht zugemacht worden, für den Transport nicht gut gesichert. Es ist die gleiche Platte, würde ich sagen, wie vom Terrier und Virus. Die Farbe ist auch schon wieder ein bisschen anders. Ich glaube, die wollen so ein bisschen die Farbe ändern oder haben die Farbe ein bisschen geändert, um so ein bisschen den Einheit-Look rauszunehmen. Aber das ändert ja nichts daran, dass es das gleiche ist. Ja. Aber das ist egal, Leute, weil am Ende ist es kein Virus und auch kein Terrier. Am Ende ist es ein Short Cruise. Ne? Ja. Packen wir das mal hier alles wieder schön rein. Alles unter die Karosserie. Das haben wir. Ja, trotz allem, ich bin nicht ange... Ich freue mich, wirklich. Short Cruise, schönes Auto, wird bestimmt ein richtig geiles Projekt, Leute. Werde ich auch wieder ein Tagebuch drüber machen. Ich werde mal gucken, wann. Also eigentlich wollte ich ja gerne morgen eins machen, aber das wird wohl nichts. Weil mein Werkzeug noch unten im Keller ist. Das heißt, ich muss erstmal den Roller in Gang kriegen und dann fängt auch das Tagebuch an. Das heißt, ich werde mich jetzt an den Roller machen. Dann werde ich noch das Rollervideo hochladen und dann folgt das Tagebuch, würde ich sagen. Ja, schönes Auto. Auf jeden Fall, ich bin happy. Klar, jeder denkt sich jetzt, hey Laser, jetzt hast du schon den Virus, jetzt hast du schon den Terrier und jetzt noch den Cruise. Kommt man sich da nicht ein bisschen dumm vor, dass man dreimal das gleiche Auto besitzt?
Es ist ja nicht dreimal das gleiche Auto. Es ist ja einmal der Terrier, der hat ja weitere Abstände, der Buggy, ne? Und das hier ist ja schon, das sieht mehr aus wie ein Truck, ne? Und das ist das Geile. Und was auch noch ein Unterschied ist, die hinteren und die vorderen Lenker sind gleich. Und nicht wie beim Buggy länger und kürzer, ne? Und dadurch macht das so einen Truck-Eindruck, wie so ein Flachbahner, nur fürs Gelände, ne? So Leute, danke, dass ihr dabei wart. Wenn was ist, wenn Fragen sind, stellt sie. Ich bin's, euer Laser. Bis zum nächsten Video. Tschüss.